Freundinnen und Freunde, alles Gute für das Jahr 2011, persönlich wie politisch, und uns allen ein grün erfolgreiches Jahr 2011, wo wir insgesamt 7 Landtags- und Bürgerschaftswahlen vor uns haben. Im Moment ist es ja so, dass die Grünen hoffnungsvollste Oppositionskraft und tatsächliche politische Alternative für viele Menschen in unserem Land geworden sind. Diesem Vertrauensvorschuss gilt es nun auch gerecht zu werden. Wir gelten als Partei, die dem Gemeinwohl dezidiert verpflichtet ist und nicht Lobbyinteressen bedient oder Klientelpolitik betreibt, wie das Schwarz-Gelb tut, die das Ganze im Blick haben und mit hoher Glaubwürdigkeit für ihre Inhalte streitet und kämpft. Und das sind auch die Gründe, weshalb Schwarz-Gelb die Regierung Merkel-Westerwelle uns zur Hauptgegnerin erklärt hat. Und sie tun das so nach dem Motto, die Grünen seien ja die Dagegenpartei. Da kann man nur sagen, was für ein Blödsinn. Unser grünes Dagegen ist immer ein grünes Dafür. Denn wir sind selbstverständlich gegen Atomkraft, weil wir für Erneuerbare, für Energieeinsparung und für Effizienz streiten. Wir sind gegen eine Zweiklassenmedizin à la Rösler mit der großen Kopfpauschale, weil wir für eine gerechte grüne Bürgerversicherung eintreten. Wir sind selbstverständlich gegen einen Schnüffelstaat, weil wir für Datenschutz und für mehr Bürgerrechte und Bürgerinnenrechte kämpfen. Und wir sind diejenigen, die selbstverständlich gegen Agrarfabriken und Landwirtschafts- und Lebensmittelskandale eintreten, weil wir hier eine neue Agrarpolitik ausrufen wollen mit mehr Verbraucherschutz. Dafür und dagegen braucht es die Grünen. Dafür werden wir in diesem Jahr in den Wahlkämpfen eintreten. Und ich bin ganz sicher, dass wir nicht abheben, auch wenn der Teppich anfängt zu fliegen, bleiben wir auf dem Teppich. Und wir werden dafür auch in diesem Jahr Lohn einfahren für die gute kommunalpolitische Arbeit, die ihr in Essen betreibt, die auf Landes- und Bundesebene und auch auf Europaebene geleistet wird. Und ich hoffe und glaube, dass wir Ende dieses Jahres sagen können, Mensch, das haben wir gut gemacht, und die ein oder andere grüne Regierungsbeteiligung ist auch dabei rumgekommen, um noch mehr grüne Inhalte dann tatsächlich in die Tat umzusetzen. Das wünsche ich uns allen für dieses Jahr 2011. Bis bald vor Ort, macht's gut, euer Kai aus Berlin. Ciao.